Ich denke, die Kundgebung ist eine Gattung, in der die EKD nach außen in die Öffentlichkeit spricht. Und wenn Sie die Debatte verfolgt haben auf dieser Synodaltagung, war es ja in der Tat so, es gab zwei große Schwerpunkte, über die intensiv diskutiert worden ist und um die wir gerungen haben. Das war das Missionsthema und das war das Stichwort dritter Weg. Von daher finde ich es konsequent, dass die Synode jetzt so beschlossen hat. Es zeigt auch nochmal, wie froh die Synode darüber ist, dass es gelungen ist, die unterschiedlichen Positionen zu einer einzigen Kundgebung zusammenzufügen. Sie wissen, wie die Abstimmungsergebnisse waren. Das ist, wenn man sich die Ausgangslage betrachtet, doch ein kleines Wunder, dass das so gelungen ist. Und es zeigt, dass die Synode eine hohe Kommunikationsfähigkeit mitbringt. Auf jeden Fall kann man aber nicht sagen, dass die Absicht derjenigen war, die daraus eine Kundgebung machen wollten, das Missionsthema zu schmälern, im ganzen Gegenteil. Auf keinen Fall. Sondern es ist klar und deutlich geworden, dass diese beiden Themen die Schwerpunkte waren und das soll darin auch dokumentiert werden, zumal in vielen Landeskirchen, in vielen diakonischen Werken, bei vielen Synodalen, nicht nur in den letzten Wochen, sondern weit davor schon über das Thema Arbeitsrecht diskutiert wurde. Thank you.